Willkommen zu einem neuen legendär blutigen Let's Play. Wir starten heute gemeinsam die Geschichte von Saw 2 Flesh and Blood. Das Ganze hier ist original ein Xbox 360 Spiel. Leider funktioniert es nicht auf den neuen Xbox Konsolen. Deswegen muss ich das Ganze emulieren am PC. Ich habe sowas davor auch noch nie gemacht, aber es ist die einzige Lösung, die ich derzeit parat habe. Und ich habe es relativ gut hinbekommen. Es ist sogar auf Deutsch. Natürlich das Spiel... Die Sprachausgabe ist im Englischen, aber die Texte sind auf Deutsch. Anders geht's auch gar nicht. Es gibt keine deutsche Sprachausgabe bei den Saw-Spielen. Ich habe das Spiel schon mal gespielt, damals auf der PlayStation 3. Da hatte ich aber sehr viel Probleme mit der Bewegungssteuerung, wo man den Controller halt hin und her bewegen musste. Das hat mich ganz schön genervt und ich will deswegen auch lieber eine Xbox-Version spielen. Eine PC-Version gibt's leider nicht, nur der erste Teil kam für den PC. Wenn ihr mich unterstützen wollt, bewerten, kommentieren, das ist nämlich ein Hochrisiko-Let's Play. Erstens emuliert, also vielleicht schmiert auch alles ab und funktioniert gar nicht. Und zweitens, ultra brutales Spiel. Also Leute, bewerten, kommentieren eure Meinung zu den Saw-Spielen. Müsste sowas nochmal wiederkommen, Teil 3? Schreibt's mal in die Kommentare und wir starten jetzt. Boah, Alter, das Spiel nimmt aber auch wirklich keine Gefangenen, ne? Oh, das muss so widerlich sein, besonders am Auge. Ganz, ganz miese Stelle. Was würdet ihr machen? Also ich würde komplett durchdrehen. Ich würde komplett durchdrehen, wenn ich das machen müsste. Oh, verflucht. Campbell. Du tust mir wirklich leid. Schreibt mal in die Kommentare, Bärenfalle, die zuschnappt, oder hier mit dem Skalpell. Der Bro zieht es eiskalt durch. Ach ja, die Saw-Games. Eigentlich eine Sache, die extrem gut funktioniert, wie ich finde. Das hat wirklich wehgetan. Wenn sie verletzt sind, finden sie ein Gesundheitshypo und wenden es an sich an, um die Schmerzen zu unterdrücken. Nachdem sie ein Gesundheitshypo gefunden haben, drücken sie LB, um es zu benutzen. Das wird ihre Gesundheit wiederherstellen. Gut, habe ich eins gefunden? Ich habe eins gefunden. Was ist meine Gesundheit im Moment? Nur, ich hab's mir voll reingedrückt. Alter, der Hals von dem Typen, der ist irgendwann auch komplett zerstochen, ne? You sick fuck. Ich hab da irgendwas reingestanzt bekommen. Ja, grafisch natürlich Xbox 360 Spiel. Die Saw 1 Version für den PC sieht besser aus, weil da einfach optionsmäßig ein bisschen mehr ging. Ja? Da war einfach mehr möglich. So, was haben wir hier? Das Symbol auf meiner Brust. So. War das so? Moment, wie war das? Oben. Das war nach oben gerichtet.
Alright. Haben wir es jetzt nicht? Ah, und das hier muss nach unten. So, und noch einmal rum. Aber wir haben es immer noch nicht. Ja, aber das stimmt ja. Wie muss das hin? Ich dachte, hier wäre vielleicht die Verbindung. So. Das hier muss nach unten. Das hier so. Ja, und das hier so. Ach nee, Moment, das muss nach oben jetzt. Sehe ich es gerade. So rum. Hat sich ja mitgedreht, habe ich beim ersten Mal gar nicht realisiert. Also ja, Teil 1 PC-Version sieht knackiger aus, weil das hier ist eine reine Konsolenversion. Da kannst du nichts einstellen. Sie haben jetzt eine Taschenlampe, die dunkle Bereiche erhellen kann. Drücken Sie Y, um sie an- und auszuschalten. Okay. Und es gibt natürlich auch hier wieder Glasscherben. Im ersten Teil, wenn man reingetreten ist, dann hat man spurige Treter hinterlassen. Folgen wir mal den Leichen. Eine Kombination brauchen wir. Alright. Was war das? Oh, verflucht. Hier hat er sein Pendel gebaut. Was war das denn? Ah, ich habe hier eine Falle aktiviert. Ach, hier kann man nochmal Very Best of der Fallen aus Teil 1 sehen. Alter. Ha, waren schon böse Dinger mit dabei. Blub. Klassiker, die Bärenfalle. Der gute alte Tab. Den wir auch aus dem ersten Teil kennen. Und wir wissen jetzt sogar einen Sohn. Kennen wir auch noch. Ja, cool, dass man hier nochmal alle Fallen sieht. So, muss ich jetzt wirklich über Glas laufen? Zwingt mich die Sau dazu? Kann man hier irgendwie durch? Sie können es sehen, aber verstehen Sie es auch, Campbell? 573. Ich hätte gar nicht in Glasscherben dappen müssen. 573. Jigsaw, du perfides Schwein. Okay, 573. Ich bin begeistert, wie gut dieser Emulator läuft. Ich musste noch ein bisschen was machen, weil Tonprobleme und ich gucke mir da noch ein paar Sachen an. Ich werde da noch ein bisschen rumspielen. Wow, wow. Aber so, das läuft echt solide. Das läuft echt solide. Alright, gehen wir mal rein. Alter! Ach, die Waffe ist kaputt. Freund! Ich habe das alles gar nicht mehr so in Erinnerung. Stimmt, die PlayStation 3 Version war ja ganz anders von der Steuerung, weil du da alles mit diesem Sixth Sense Motion Controller machen musstest und das hat so abgenervt. Wow, 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 wird hier gemetzelt? Und es war damals so ätzend, konnte ich überhaupt nicht abhaben. Hat mir auch einige Spiele versaut.
bin kein Freund von Bewegungssteuerung und ich finde damals der PS3-Controller, der war einfach nicht ausgereift. Speichere dein Spiel. Ohne eine Aufzeichnung ihres Spiels wird niemand über ihr Schicksal erfahren. Speichern Sie das Spiel, wenn Sie sich dem alten Tonbandrekorder nähern und drücken Sie A. So, gespeichert. Alles mitgenommen. Was ist das denn hier? Ein Hautpuzzleteil? 1 von 25. Ich glaube, es war einfach nur irgend so ein Sammelgedöns. Oh mein Gott. Ja, das musstest du auch mit der Bewegungssteuerung machen. Auch sowas. Das ist hier 1000-mal chilliger. Das musstest du damals alles mit dem Controller machen. Deswegen, da habe ich keine Freude mit. Amanda? Die hat die Ruhe weg. Diese Optik, die das Spiel hat. Geschichte wiederholt sich. Erinnert mich immer extrem an Manhunt, ne? Alter, Doppelfalle. Wow. Oh, Campbell, Bruder. Shit, that was close. Das war... Das war close. Oh, deine Zeit ist um. Alter, wie viele hat er denn hier entführt? Der hat so ein ganzes Wohngebäude hier umgebaut. Der Mann, ne? Der hat Zeit. Es gibt Checkpoints, wenn man drauf geht. Aber ja, man musste, glaube ich, im Einzel ja auch immer... What? Oh. Alter, das war ja so schnell. Okay, warte. Dann gucke ich mir erst das hier drüben an. Okay, der war noch am Leben. Ja, und die Kills hier sind viel, viel übler als im ersten. Im ersten waren die ja noch zart. Aber hier, boah, das sind einige dabei. Rennen Sie um Ihr Leben. Um Ihre Bewegungsgeschwindigkeit zu verändern, halten Sie RB nach unten gedrückt. Rennen kann Ihr Leben retten. Wird aber bei einigen Situationen das Überleben erschweren. Was soll ich denn jetzt? Um mein Leben rennen oder... Oder nicht? Versiegelt. Achte auf deine Schritte. Oh Gott. Here is a bullish man who has his own test. He will try to eviscerate you with brute force. Try to stay out of his way. You cannot stand against his strength. But no man can defy gravity. Wow, 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 mach das nicht, Bro. Mach mir mal hier die Tür auf. Ist das der Trick? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich mit dem hin musste. Au! Au! Alter, was stimmt mit dir nicht? Okay, ich brauche unbedingt Juice. Mir geht's gut. Okay, das Ding... Ah, geht nicht mehr auf, ne? Au! Oder wie er gleich lostritt, ne, wenn du in seiner Nähe bist. Ah doch, er geht auf. Alles klar. Du musst da rein. Okay, warte, ich zieh erstmal hier rüber. Yes. Oh Mann, Dankeschön. Jiggy. Dankeschön, Jiggy. Noch mehr Blut. Ja, ich vermisse solche Spiele. Ich vermisse die echt. Früher gab es so viele coole Double-A-Games. Auch sowas wie zum Beispiel Afro Samurai. Oder hier, wie hieß es denn?
Wow. Ja, da war aber auch der Weg zwischen Double und Triple noch nicht so gigantisch. Also dieser enorme Bruch, finde ich. So, ich speichere hier wieder. Der ist erst entstanden zu PlayStation 3 Zeiten. Da kam es dann immer krasser raus, als Naughty Dogs dann wirklich solche Mega-Brecher-Projekte zusammengeschustert hat. Da wurde dann wirklich... Moment, wie drehe ich's? So. Achso, die Farben müssen auch noch stimmen, oder was? Okay, dieselbe Farbe darf sich nie treffen. Aha, verstehe. Das geht auch nicht. What? Okay, jetzt habe ich hier... Jetzt habe ich hier Licht. Hier. Und hier. So. So und so. Alright, erstmal schön die Tür in die Fresse geprügelt. Farben. Huh. Leite das Öffnen von Jigsaws Tür ein. Was? Was stand da? Nehmen Sie ein paar Pfund zu. Okay, ich brauche mehr Gewicht, um die Tür zu öffnen. Das ist auch so eine direkte Fortsetzung. Ah, der Bollerwagen hier. Klar. Den rüberschieben. Ich will euch jetzt nicht spoilern, aber es ist wirklich auch in direkter Verbindung mit Teil 1. Ich glaube, es ist auch exakt dieselbe Engine. Optisch sieht das jetzt nicht schlechter oder besser aus. Ah, es gibt auch wieder Akten. Die richtige Wahl. Ich habe den Jigsaw-Mörder getroffen und ihn entkommen lassen. Sein Preis war zu hoch und ich war zu schwach. Jigsaw hat Gordons Familie mit vorgehaltener Waffe als Geisel genommen. Schüsse fielen und ich rannte rüber, um sie zu erwidern. Wenn ich nicht im nächsten Gebäude gewesen wäre, ich weiß nicht, was passiert wäre. Wir hatten einen Schusswechsel in Gordons Apartment. Danach ist Jigsaw entkommen und ich habe die Verfolgung aufgenommen. Jigsaw war ein kleiner Mann mit braunem Haar, großen blauen Augen. Ich habe dem Polizisten eine Beschreibung gegeben, der mich gefunden hat, nachdem ich aus dem Höllenloch Whitehurst freigelassen wurde. Jigsaw hat mich am Ende da eingeschlossen. Er hat schreckliche Dinge getan. Es hat mich wählen lassen, aufzugeben, ihn zu verfolgen, damit seine Opfer weiterleben oder ihn weiter zu verfolgen, zuzusehen, wie sie sterben. Ich habe die Verfolgung aufgegeben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Richtige getan habe. So, hier geht's nicht weiter. 50 Fallakten gibt es auch noch. Kann man das hier öffnen? Alter, was geht denn hier? Ey, Jigsaw, uncool. Lass mich noch mal ein bisschen gucken. Ich bin auch neugierig, was bei dir da abgeht. Auch diese ganzen Fernseher. Folge den Fernsehern. Assistance is not surprising, Campbell. I know that you have cancer. You do not have long to live. You came here searching for the truth about your son. To spend your few remaining months with him. The truth is this. He is alive. He has passed his test. Now you must make a choice. Folge der Spur aus Fernsehern.
Und du wirst irgendwann Jigsaw finden. Okay, mein Sohn ist am Leben. Auch ein Junkie. Alles klar. Oh, oh, ich wollte das so. Yep. What? Aus der Ego-Perspektive? Okay. Auch gar nicht mehr so in Erinnerung. Er ist auch schon eine ganze Weile hier. Ich habe es nur einmal durchgespielt. Ah, Tap, my boy. Good to see you. It's been a while, Chief Jacobs. Please, call me Henry. Yeah, don't mind us. We're just, you know, processing the scene. You know how it is. The Force owes you a debt, son. Without you, we'd all be behind bars. Yeah. Moin. Hey. Sorry about the mess. Haven't been at the top of my game lately. After I got free of Jigsaw's nut house, it's been hard. You know how it is, right? Anyway, if Jigsaw left anything here, I'll find it. Okay, den Namen Tap kennen wir. I remember the Tap name holding some respect. A whole line of great cops. But now... All the good ones ended with your father. Get out of here, Tap. You should have become a cop like your old man. Mann, ich bin nicht besonders beliebt, Alter. Wo finden die immer diese Ranzbuden? Wo finden die immer diese extrem ranzigen Buden? Treppenhaus. Das ist die Nachbarin. Irgendwie total vercrackt, aber auch irgendwie hot. Oh. Oh. You're David's son, aren't you? Michael, right? You're so much older than I thought. I have to go. Jetzt habt ihr es gehört. Ich bin Michael. David Tapp war der aus Teil 1. Und ich bin der Sohn. Aber dieser Wechsel in die Ego fand ich eigentlich ganz nice. Ganz schön buff der Boy, ne? Aber die Schweine-Lady ist eben buffer. Mit der kannst du dich nicht anlegen, Bro. Hello, rise and shine. Michael, Solomon. Each of you have an opportunity to escape this room. The first one to move their cage to the door will be freed. However, there is no prize for second place. Oh, and watch your step. The floor is covered in broken glass. You like stories, don't you? Well, here's the first one. The tortoise and the hare. Let the game begin. I'm not dying in here! Boah, ist das mies, Alter. Und er hat voll den Vorsprung. See you around.
Das ist echt mies. Der Mann, der mag Glasscherben und Spritzen. Das ist irgendwie voll sein Ding. What the fuck? But I'm giving you a second chance. You are a reporter. The public trusts the news that you give them as the truth. But the truth is that you write stories for your own benefit. Sons often suffer the sins of their fathers. But your father suffered your corruption. To escape this place, you will have to free those involved with your father's death. To truly succeed, you will need to not simply do what you are told. You will need to investigate your surroundings like the reporter you claim to be. Save their lives and find the story of your father's death. Discovering the truth will set you free. Fuck you, you fucking psycho! You killed my dad. I'll find you. I swear. I swear. So, Rache. Passen Sie auf, wo Sie hintreten. Sie sind barfuß. Bestimmte Gefahren in der Umgebung, wie zum Beispiel zerbrochenes Glas auf dem Boden, werden Sie verletzen. Wie es weitergeht in der nächsten Folge, bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und...